Als das erste Corona-Wochenende kam, ja, hatte ich jetzt quasi eigentlich nichts mehr. Da hatte ich eigentlich bloß noch meine Eltern, Gott sei Dank, dass die mich unterstützen. Ich nehme quasi meinem Papa die Rente und meiner Mutter den Lohn weg, um mich selber zu finanzieren. Ne? Dann wollen wir natürlich unterstützen, wo wir noch können, ja. Also es wird ein harter Kampf hier, sage ich Ihnen jetzt schon. Mir hat nichts geschmeckt. Das schmeckt widerlich. Nachdem ich das gesehen habe, was du da heute gemacht hast, weiß ich gar nicht, ob du kochen kannst. Gewollt und nicht gekonnt. Ich hab ein Déjà-vu. Wieso? So, Entschuldigung, dass ich das mal so sagen muss, aber so erzählst du mir dasselbe, was ich gestern gesagt habe. Jetzt quasseln dir die eigene Scheiße doch nicht schön. Ich verstehe gar nicht, wenn du das doch alles weißt, warum machst du es dann nicht einfach? Ja, ich verstehe nicht, was er von mir will manchmal. Ich stehe dann da und denk so, was will er jetzt eigentlich von mir richtig? Das heutige Ziel von Frank Rosin ist der Ahrensee in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Mit dem Auto kommt er aber nur teilweise zur Gaststätte. Kein Wunder eigentlich, denn der Laden heißt Wanderrast. Sachsen-Anhalt, ich bin da. Wunderschönes Wetter, öffentlicher Parkplatz. Und was ich jetzt mache? Ich gehe wandern. Genau, wandern. Hier gibt es nämlich einen See, einen wunderschönen See. Und da gibt es eine Seegaststätte, ein Restaurant direkt am See. Und der Kollege, der das betreibt, heißt Markus. Ja, ich bin der Markus Hedermann. Schon 20 Jahre im Beruf Koch, aber eigentlich immer nur als Leihkoch oder im Catering unterwegs. Und mache eigentlich nur Veranstaltungen. Und jetzt bin ich in dem Objekt, die Wanderrast, haben mir die gepachtet. Das heißt, ich bin eigentlich so ein bisschen neu in der Branche à la carte. Irgendwie hatte ich doch hier noch Semmeln. Ach nee, ich kann ja noch nicht. Ich muss ja erst die Schnitzel fertig machen. Ich mache jetzt die Reste von meinen Kartoffeln. Nimmst du dabei auch? Die wollte ich so als on top einfach oben drauf schmeißen. Wie sieht aus wie ein Kartoffelstroh. Wie schon gesagt, ich hab's natürlich ein bisschen verkackt. Ja, aber gerade 2 Sekunden nicht aufgepasst. Und mein Herz brennt. Oh. 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 Da ist mein weißer Spargel drin. Der ist jetzt al dente. Jetzt habe ich schwarze Schnitzel. Ja, auch das. Philipp, hast du das jetzt angemacht oder hast du dich angemacht? Na, klasse, Klaus. Die Hose rutscht. Ja. Ja, so richtig drauf habe ich es nicht. Hat ganz große Probleme. Betreibt das seit Anfang 2021? Vom Catering und als Leihkoch konnte ich gut vom Leben. Es hat eigentlich alles sehr gut gepasst. Ich war gut eingespielt, ich hatte auch jetzt bessere Aufträge eigentlich. Als das erste Corona-Wochenende kam, ja, dann hatte ich jetzt quasi eigentlich nichts mehr. Und da hatte ich eigentlich bloß noch meine Eltern, Gott sei Dank, dass die mich unterstützen und mir eigentlich meine Arbeitslosenhilfe quasi jeden Monat zugeschickt haben. Ich habe einfach auch nichts mehr. Also mein Konto, alle Konten, Firmenkonto und Privatkonto, ist eigentlich alles tot. Wir finanzieren so ein bisschen das, was man fürs tägliche Leben braucht, ne? Und wir tilgen natürlich auch nach wie vor die laufenden Kosten. Also wenn ich meine Familie nicht hätte, dann wüsste ich auch nicht, was ich machen soll. Also wenn ich jetzt meine Mutter, wenn ich sehe, dass die jeden Monat 2000 Euro überweist, ist das schon hart. You don't wanna hurt yourself. Ich wandere dort jetzt hin. Bei dem schönen Wetter, das lasse ich mir nicht nehmen. Und wen habe ich dabei? Meine Testesser, die warten nämlich schon auf mich. Da vorne sind sie. Ja, wir legen nämlich sofort los. Er hat auf, mein Team ist zwar da, aber er denkt, die machen irgendwelche Probeaufnahmen oder so, Interview, pipapo. Und wir wandern da jetzt alles zusammen hin und dann wird sofort getestet. Live, ohne Vorbereitung. Hi. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir gehen jetzt wandern. Und dann gibt's was zu futtern. Über 1 Dutzend Menschen mit Heißhunger. Während der Koch ganz cool vor sich hin brutzelt, weil er denkt, er wäre noch im Castingprozess. Das wird mit Sicherheit gleich eine nette Überraschung. Und was für ein Essen erwartet ihr in so einem Ausflugslokal? Regional. Regional. Ja. Was mit Fisch? Was mit Fisch? Okay. Oh.
Bietet sich ja an. Burger bieten sich auch an. Die sind einfach. Mit Fisch hat Markus jetzt nicht so direkt was am Hut. Vielleicht hat er noch nie aus seinem Küchenfenster geschaut. Sonst hätte er vielleicht das entdeckt, was hier jeden begeistert. Guck mal, da ist es schon, da ist das Wasser. Wunderschön. Und am Ende der Straße steht ein Haus. Das Restaurant Wanderast liegt nämlich direkt am Ufer vom atemberaubend schönen Arendsee. Von daher bin ich auch so überzeugt, dass ein Gastronomiebetrieb in so einer Gegend muss florieren, muss laufen. Ja? Und die Erholung gibt's hier quasi ganz umsonst dazu. Eine unfassbare Stimmung. So traumhaft kann sie sein, die Ruhe vor dem Sturm. Eine wunderschöne Stimmung. Das ist Markus. Den schnapp ich mir jetzt. Markus? Ja? Hi. Da guckst du, was? Ja, da guckt er. Ja. Damit hat Markus jetzt gar nicht gerechnet. Danke, Frank. Freust dich? Ja. Freuen ist, glaube ich, ja kein Ausdruck. Jetzt bist du baff, ne? Ja. Ich sehe da überall. Du machst auf mich den Eindruck, als wenn du jetzt nichts weißt, was du sagen sollst. Ja. Ich kenne dich ja nur aus dem Fernsehen. Pass auf, Herr Kollege. Ich will nicht lange um den heißen Brei reden. Kennst du die Sendung? Ja. Gut. Weißt du, was das für Leute da sind? Das sind deine Testesser. Für heute. Die habe ich schon mitgebracht. Heute? Klar, wir haben eine Wanderschaft gemacht. Und weißt du, was die wollen? Nee. Die wollen jetzt alle futtern. Und du wirst jetzt in die Küche gehen und wirst deine Leute hier anrufen, wen du brauchst, was auch immer. Denn Rosins Restaurants geht jetzt bei dir los mit diesem Testessen. Die Feuerprobe für Markus. Ah, ist der nicht nett? Ich finde den super sympathisch. Und auch so mit wenig Worten hat er gezeigt, wie respektvoll er dieses Timusin ist da und will jetzt helfen. Und ehrlich, ohne Scheiß, ne? Guckt euch das mal an. Wer will nicht hier sein? Also einerseits, erstmal Freude. Frank ist da. Und andererseits ist es, man ist dann trotzdem überrascht. Und ja. Die Testesser zufriedenzustellen? Ja, keine Ahnung. Da weiß ich nicht. Der Geschmack ist ja so unterschiedlich, dass ich natürlich nicht weiß, wie das jetzt abläuft. Draußen warten die Gäste. Drinnen wartet Markus noch auf seine Küchenhilfe Carola. Musst du noch Hilfe an? Ach, da ist ja noch jemand. Hi. Carola. Frank, du bist jetzt hier beim ersten schönen Sommertag mit eher über 20 Grad. Das ist der erste Tag mittags über 20 Grad. Also was? Selbst das heute, wenn du nicht da gewesen wärst, wäre heute eine Herausforderung. Und die 20 Gäste wären auch so gekommen wahrscheinlich. Ja. Carola, kannst du mir mal die Würste denn schneiden? Guck mal, das sind alles so unterschiedliche. Wollen wir uns eine aussuchen? Naja. Sag mir mal, welche Größe dir gefällt. Wollen wir die nehmen? Guck mal, so vielleicht ein bisschen? Egal. Ja, nehmen wir die hier, die Größe bitte schneiden. Machst du mir mal ein paar davon? Jo, gib mir Mühe. Danke, ja, weiß ich doch, immer. Ja. Ich drück dich heute Abend, du kriegst von mir eine Massage. Och. On Hive. Toll. Meine Ängste? Na, dass der Gast sagt, das bezahle ich nicht, das ist scheiße. Und wenn ich dann wieder kein Geld habe, ist die Angst zu überleben im Leben. Philipp, kannst du mir mal die TK-Patties holen? Der dreifache Vater kocht buchstäblich um sein Leben, denn seine ganze Existenz steht auf dem Spiel. Ob er aber so gut beraten ist, wenn er nur mit Tiefkühlware hantiert? An der Ausgabe unterstützt Serviceleiter Philipp. Die Testesser bekommen ihre Mahlzeit nämlich Corona-bedingt to go. Okay, ihr Lieben. Ihr könnt jetzt zu essen bestellen, wie normale Gäste.